Ja, hallo zusammen. Willkommen bei Braucht den Baumeister. Der Sommer war lang, jetzt ist wieder der Herbst da, jetzt ist wieder mehr Zeit zum Spielen. Ich habe natürlich auch die ganze Zeit ein bisschen weiter gespielt und ich wollte euch heute mal ein aus meiner Sicht sehr unterschätztes Spiel zeigen. Pax Dei, das ist noch im Early Access. Das ist einer meiner Charaktere, die ich spiele. Ein Brock. Ihr könnt sehen hier in der Seite, wo wir spielen hier. Also ich spiele hier mit dem Clan. Wir gehen jetzt mal in die Welt rein. Und ja, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen von dem Spiel. Erstmal so in Grundzügen erstmal. Wie gesagt, das Spiel ist Early Access. Also noch lange, lange, lange nicht fertig. Ihr werdet natürlich von der Grafik nicht so viel sehen können, wie ich sehen kann. Die YouTube-Videos sind einfach nicht so gut, wie die Grafik in Wirklichkeit ist. Aber es ist ein echt, echt tolles Spiel. Alles, was wir hier seht, ist hier gebaut worden. Aber ich wollte erstmal hier runtergehen, damit ihr mal so eine Sicht in die Ferne habt. Also man hat hier praktisch kein Aufploppen von Bäumen oder von Gebäuden. Man hat eine unwahrscheinliche Fernsicht in diesem Spiel. Wir sind jetzt gerade von der Uhrzeit her kurz am Sonnenaufgang. Ihr könnt sehen, wie die Haare sich hier bewegen. Wenn wir durch die Wiese laufen. Ich denke, man kann das so ein bisschen sehen. Vielleicht, wenn ich hier durch die Blumen laufe mal. Seht ihr, die bewegen sich dabei. Also es hat alles wirklich richtig Einfluss hier drauf. Man kann nah rangehen. Ihr seht, wie sich hier alles bewegt. Also erstmal ist ein grafischer Augenschmaus. Ich kann es nicht anders sagen. Klar, es gibt halt Schwächen. Natürlich, das Kampfsystem muss nochmal überarbeitet werden. Das Bausystem ist schon relativ gut, muss man sagen. Es ist noch nicht perfekt. Es ist so eine Mischung, finde ich, vom Bausystem zwischen Valheim und Conan. Also man hat ganz klassisch natürlich seinen Bauhammer. Natürlich habe ich gerade... Ach doch, ich habe einen dabei. Ich wollte gerade sagen, gut vorbereitet, wie ich bin. Keinen dabei. Ihr könnt so ein bisschen die einzelnen Bodenteile sehen, die hier verarbeitet worden sind. Die Wandteile. Hier die Treppen. Es gibt Statik in dem Spiel. Man sieht, wenn ich weiter hochgehe, wird es dunkler. Das, was ihr hier so blau schimmern seht, das sind die einzelnen Plots, auf denen man bauen kann. Die orangefarbenen da hinten, das sind halt Plots, auf denen man nicht bauen kann, die anderen Leuten gehören. Also das ist so ein kleines bisschen der Nachteil natürlich. Man kauft praktisch hier Plots und kann nur auf der Fläche bauen, die man selbst gekauft hat oder die dem eigenen Clan gehört. Hier zum Beispiel ist der Plot von Shallowbane, Shallowbanes Hundehütte. Shallowbane ist hier unser Koch. Wer mich kennt, der weiß, dass der Shallowbane und ich schon viel Valheim zusammen gespielt haben, viel Conan gespielt haben. Und hier haben wir halt auch schon ein bisschen gespielt. Ich baue halt gerne Türme. Auch das weiß jeder, der mich kennt. Und während alle anderen versucht haben, irgendwas Schönes zu bauen, habe ich einen klobigen Turm gebaut. Der hat aber auch ein paar echte Vorteile. Das zeige ich euch auch gleich mal. Aber erstmal zeige ich euch den Kameramodus, weil man kann tatsächlich, man hat also eine Art Free-Fly-Modus, indem man sich hier frei in der Luft bewegen kann. Ich sollte den Hammer mal wegstecken vielleicht. Dann machen wir gleich. Also ihr seht, da vorne stehe ich, mittendrin im Bild. Und so kann ich dann halt mir auch wirklich mal Ecken von weiter weg angucken, wie das Ganze so wirkt. Schaut mal hier. Da ist also eine Treppe, die von ganz unten nach ganz oben geht. Die hatte Voterius gebaut. Also ich spiele hier praktisch mit einer Gruppe, die zur Chiara gehört. Die ist Streamerin. Also die werdet ihr auch dann auf jeden Fall bei Twitch finden können. Und wie gesagt, ich habe halt da diesen klobigen Turm gebaut.
Aber wie gesagt, dieser Turm hat einen großen, großen Vorteil. Und zwar, da man ja hier nur eine gewisse Baufläche hat, aber leider ähnlich viel Werkbänke braucht wie bei Conan, ist es halt sehr schwierig, auf einem Grundstück alles unterzukriegen. Das heißt, hier haben wir hier die Carpenters Workbench, hier haben wir diesen Holzhauklotz, den braucht man, Tanning Rack, Lederverarbeitung, Fletching Table. Also es gibt hier ganz, ganz viele Berufe. Ich mache mal gerade das Menü auf dafür, Skills. Und hier habt ihr dann diese ganze Litanei an Berufen, die es gibt, die ihr nach und nach leveln könnt. Die greifen auch ineinander über teilweise. Das heißt, man muss den einen Beruf können, um was anderes lernen zu können, beziehungsweise jemanden in der Nähe haben, der dann die Sachen bauen kann, die man braucht. Also es macht sich, das Spiel macht sich deutlich leichter natürlich, wenn man im Clan spielt. Aber man kann tatsächlich auch dieses Spiel zum großen Teil zumindest alleine spielen. Also möglich ist es auf jeden Fall. Es erfordert ein bisschen Aufwand, aber es geht. Und wie gesagt, dieser Turm ist halt dadurch entstanden, dass ich einerseits Türme mag und andererseits halt auch gerne so ein bisschen Unabhängigkeit habe und ich wollte einfach mal gucken, ob man so eine Art All-in-One-Base machen kann. Hier im Keller zum Beispiel, da wo es so hochqualmt, hier ist mein ganzer Eisenbereich. Das heißt hier die Rüstungswerkbank, Weaponsmith Werkbank, die Basis praktisch, Blacksmith Workbench. Hier so ein bisschen im Boden eingebaut. Das ist praktisch die Schmelze, also die Basisforge, wo man halt Grundteile bauen kann. Die Beleuchtung ist so ein bisschen noch mager. Auch die, denke ich mal, wird noch besser werden in dem Spiel. Jetzt gehen wir mal weiter nach oben. Und ihr seht, ich habe hier richtig, richtig viel Fläche nochmal. Und schaut mal hier, was ich hier für einen Dachstuhl auch habe. Gehen wir mal weiter nach oben. Also das Spannende ist halt, dass man einerseits vorgefertigte Teile hat wie bei Conan, aber andererseits trotzdem Sachen ineinander glitschen und snappen lassen kann wie bei Valheim. Und das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Also wie gesagt, das Bausystem ist schon ganz, ganz cool. Ihr guckt euch mal diese wahnsinnige Aussicht an. Und wenn ihr hier gegenüber diese Burg seht, genau rechts neben meinem Kopf gerade, ich konnte auch immer sehen, wie nach und nach gewachsen ist, wie das Dach gedeckt worden ist von hier aus. Also das sind wirklich die Fortschritte dann der anderen Leute. Oder guckt mal hier im Tal, dieses Dorf, diese fast ja Kleinstadt, die da entstanden ist. Ja, auch von dem Clan natürlich wieder gebaut. Also es ist schon ein ziemlich tolles Spiel, muss man sagen. Wie gesagt, verbesserungsbedürftig, aber mit ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Viele Leute sagen auch, ihnen fehlt hier der Content. Aber ich sage immer, das ist ein Spiel, wo man sich den Content selber schaffen muss. Sich selber seine Quests machen muss. Es gibt ja hier auch Burgen mit Gegnern, die man erobern kann zum Beispiel. Es gibt Dungeons. Es gibt Wolfshöhlen. Es gibt natürlich auch andere Leute hier rumlaufen, mit denen man sich zusammenschließen kann und mal zusammen was erobern gehen kann. Man muss halt ein bisschen kommunikativ sein. Ja klar, mit Bäume fällen ist natürlich auch so ein Ding wie in allen Spielen, ne? Bäume müssen immer jede Menge gefällt werden. Aber auch das Bäume fällen sieht irgendwie gut aus, wenn ihr mal guckt hier. Guckt mal hier. Der Baum, seht ihr hier, der kriegt richtig eine Kerbe. Okay, weil das ein kleiner war, verschwindet da einfach. Und die großen Bäume, die fallen richtig knirschend um. Also ja, ihr hört es so ein bisschen an meiner Begeisterung. Es ist echt, echt ein schönes Spiel. Aber auch ganz klar, es ist ein zeitintensives Spiel. Es braucht wirklich Zeit. Ich habe hier mittlerweile also auch schon annähernd 500 Stunden versenkt in dem Spiel. Ich spiele zurzeit vier Charaktere. Also auf zwei verschiedenen Servern. Hier gibt es halt einmal den Brock und dann gibt es noch einen weiblichen Charakter, den ich spiele. Das hier ist so mein Main-Charakter, mit dem ich auch kämpfe.
Und der andere Charakter, den schicke ich eher in so einer Gegend rum, ja, zum Steinehacken und sonst was. Dann kann ich mich auch mal auslocken, wenn ich keine Lust mehr habe, zum Steinehacken oder zum Holzfarmen und dann hier mit dem wieder weiterspielen. Dasselbe mache ich auch auf dem anderen Server. Den werde ich euch in einem anderen Video mal zeigen. Und da sind ein paar richtig, richtig tolle Baumeister. Und dann zeige ich euch mal, was in dem Spiel bautechnisch wirklich möglich ist. Also nicht so ein Klotz hier, der hat vielleicht auch seinen eigenen Charme hat, aber ja, was, ja, wo Leute regelrecht das Spiel fast ausgehebelt haben, wo die sich neue Bauteile erschaffen haben. Also ja, richtig, richtig tolle Sachen. Das wäre so jetzt erstmal, ja, so der Einstieg für heute in das Spiel. Übrigens gibt es auch immer sehr freundliche Leute hier. Wir haben halt auch eine For-Free-Truhe hier oder mehrere For-Free-Truhen, wo wir Sachen reintun, die wir nicht mehr brauchen. Und das ist tatsächlich auf diesem Server oder in diesem Spiel auf anderen Servern auch ganz, ganz oft so, dass Leute Truhen vor der Haustür stehen haben, wo sie einfach Sachen abgeben. Wo man auch natürlich gerne Geschenke dalassen kann. Aber also man hilft sich hier auch wirklich viel gegenseitig. Also es ist schon ein recht freundliches und kommunikatives Spiel. Klar, es gibt auch einen PvP-Bereich, aber ich sage mal, da habe ich auch größtenteils keine negativen Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es PvP, man kann natürlich da angegriffen werden, aber ich kenne auch Leute, die haben da echt Loot verloren. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich, muss man sagen. Der PvP-Bereich ist auch erst später im Spiel erstmal interessant, wenn man halt Stahl produzieren will. Also ich bin im Stahlmodus, ja. Ich war oft im PvP-Bereich. Und ich habe es eigentlich immer recht gut heil rein und raus geschafft. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und Moment. So, ein bisschen zuwinken. Also ein paar Emojis gehen halt auch schon. Und im nächsten Spiel zeige ich euch, denke ich, erstmal so ein bisschen den anderen Server, auf dem ich am Spielen bin. Ich werde aber auch ein paar Videos dazu machen, wie man alleine spielen kann, wie man alleine zum Beispiel so eine Inquisitionsburg raiden kann. Das geht schon, man muss sich nur ein bisschen mehr Zeit nehmen und man muss halt wissen, wie die Gegner funktionieren. Aber ja, dazu später mehr. Also, ich würde einfach sagen, wir sehen uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit diesem Video. Und ja. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr spezielle Themen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Also wenn ich kann, werde ich gerne drauf eingehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!